Mein Name ist Corinna Matrata-Sokolowski und ich bin Professorin hier an der Medizinischen Universität Graz. Und ich leite hier eine Gruppe mit derzeit 13 Mitarbeiterinnen. Wir untersuchen gemeinsam die Mechanismen des Alterns. Und diese Mechanismen untersuchen wir in verschiedenen Projekten. Diese Projekte sind gefördert durch den österreichischen Wissenschaftsfonds FWF. Und dadurch können wir die nächsten 3, 4 Jahre diese großen Projekte auch vorantreiben. Was ist jetzt meine Aufgabe als Professorin? Ich habe schon gesagt, wir haben Projekte, die Laufzeiten von 3 bis 4 Jahren haben. Ich muss also die ganze Zeit neue Projektanträge schreiben und meine Kolleginnen auch davon überzeugen, dass wir auch weiter gefördert werden sollen. Sprich, als Professorin einerseits das Schreiben von den Förderanträgen, dann publizieren wir auch unsere Daten. Wenn wir also neue Erkenntnisse gewinnen im Labor, dann werden die mit der Öffentlichkeit geteilt im Rahmen von Publikationen. Und natürlich, damit wir überhaupt Publikationen schreiben können, müssen wir die Resultate richtig interpretieren, die Experimente planen und im Rahmen dessen werden natürlich auch Diplomantinnen, Doktorandinnen und Postdocs ausgebildet. Hier an der Medizinischen Universität Graz haben wir also neben der Forschung auch einen großen Schwerpunkt auf der Lehre. Und deswegen bin ich auch immer wieder in Vorlesungen für meine Humanmedizinstudentinnen und Zahnmedizinstudentinnen unterwegs und betreue auch Praktika. Daneben, neben Forschung und Lehre, bin ich auch dafür zuständig, dass mein Labor funktioniert. Ich bin also auch für die administrativen Tätigkeiten zuständig. Sprich, wir müssen die Budgets planen, wir müssen neue Instrumente kaufen, wir müssen die aufbauen, wir müssen schauen, dass die funktionieren. Und gemeinsam, also Forschung, Lehre und Administration, bin ich dann eigentlich so den ganzen Tag beschäftigt. Wenn ich in der Früh ins Labor komme, dann ist das Erste, was ich mache, dass ich eine Runde durchs Labor gehe und mit meinen Mitarbeiterinnen kurz bespreche, was an diesem Tag passiert. Dann gehe ich in mein Office und schreibe hier die Forschungsanträge, die Publikationen. Oft haben wir dann im Rahmen vom Tag noch irgendwann Meetings, wo wir neue Resultate besprechen und auch planen, wie wir die neuen Experimente durchführen werden. Und dann ist eben auch noch die Lehre oft, dass ich am Nachmittag noch für 1, 2 Stunden die Vorlesung gehe beispielsweise. Und wenn ihr wissen wollt, was meine Mitarbeiterinnen machen, dann schaut euch bitte die Videos von Torontina, Martin, Katharina und Stella und auch meinen Technikerinnen an. Danke.